Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MSTV. Wir sind heute in Bielefeld beim Pokalspiel Arminia Bielefeld gegen Hannover 96 und wir marschieren jetzt gemeinsam mit den Bielefeldern und den Hannoveranern zum Stadion. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vlog. Gehen hier wieder durch den Wald Richtung Stadion. Ja, das letzte Mal, als wir in Bielefeld waren, hat Bielefeld hier den Westfalen-Pokal gegen Verl gewonnen. Und deswegen treffen wir überhaupt heute im DFB-Pokal gegen Hannover 96, oder besser gesagt auf Hannover 96. Ja, bisher eine sehr freundliche Atmosphäre hier. Hier, dieses Bild kennen wir doch schon. Und da ist die Uhr. Normalerweise ist dieser Bereich der Gästeblock, aber für dieses Spiel sieht ihr, wo der Gästeblock erweitert. Schon jetzt sind viele 96er da und beim letzten Spiel, beim Westfalen-Pokalfinale, waren ja die Ultras nicht da und heute sind sie da. Da bin ich jetzt heute besonders gespannt, wie sie auftreten werden. Schaut euch mal unsere Plätze an, einfach fast beim Spielfeld ran. Carsten, was sind das für Plätze hier? Ja, der Weltmeister heute nur auf der Bank. Heute darfst du! Phil! Hussein heute auch im Kader. Wir haben noch 16 Minuten, bis es hier losgeht. Ich bin persönlich gespannt, was von den Arminia-Fans kommt, aber natürlich auch, was von den 96-Fans kommt. Was meinst du, heute sind wir vier los? Also ich würde mir wünschen, ich bin guter Dinge, dass wir heute hier sind. Genau, ein gutes Omen ist, was immer der 96-Spiel ist, gibt es weiter, Wetter. Heute Morgen hat es geregnet, jetzt hat es aufgehört, aber es ist noch kühl. Perfektes Fußballwetter. Und man bedenke, immer wenn wir beide unterwegs auswärts waren nach Hannover, dann nicht verloren. Genau, so sieht's aus. Nils, was geht hier ab? Da geht es ab und dort geht es ab. Erster Eindruck von Bielefeld? Ziemlich starke Heimstimmung, Wahnsinnsfans, geile Hook, geile Refrain von der Hymne. Also gefällt mir sehr. Hier geht es gleich los. Möge der bessere gewinnt. Yeah.
Schüsse hat Arminia mehr für das Spiel getan. Alles voller Ordner. Büros! Ach da!
Ja, wo sind die? Hier, Kalle! Wie fandst du die Büro-Show? Die Büro ist einfach Hammer. Und ich finde das geil, dass man überhaupt sowas macht beim Fußball. Weil nicht jeder macht sowas. Und von daher einfach nur hammermäßig. Meinst du, zur zweiten Halbzeit wird das Spiel noch umgedreht? Ich hoffe es zumindest. Aber wird halt schwer. Aber wir versuchen unser Bestes. Dankeschön. Das Spiel hat schon längst angefangen, wir haben aber nichts mitbekommen. Eins muss ich aber sagen, Hannover 96 Fans Nummer 1 bei Pyro-Shows. Letzten zwei Jahre. Schaut euch mal den an, als einziger wedelt er mit dem Schal. Respekt. Los, los, los! Schieß! Flach halt, flach! Nein! Mittlerweile sind wir in der 69. Minute. Bielefeld wird wieder stärker. Hannover hat gut angefangen. Aber die Zeit wird immer enger. Oh! Wir sind in den letzten 13 Minuten und ich kann das irgendwie nicht glauben. Ja, aber Bielefeld war bis jetzt die bessere Mannschaft, muss man zugeben. Mach es alleine! Ganz, Lucio! Ganz alleine! Neuner, falscher Film. In die Worte. Aber wegen dem Virus gab es ja eine lange Unterbrechung, aber ich weiß, die Hoffnung stirbt ja zuletzt, aber ich glaube, das war's. Ich gratuliere schon mal jetzt an Mia Bielefeld. Komm, komm! Yes. Los, los, Mann! Arminia Bielefeld hat verdient 2:0 gewonnen, muss man einfach zugeben. Hannover hat nicht gut gespielt. Auf jeden Fall viel Erfolg in der nächsten Runde in Hannover. Müssen wir einfach mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Vergesst nicht, wenn euch dieses Video gefällt, zu liken, Kanal zu abonnieren und die Kommentare voll zu machen. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.